Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Candylight News. Solange hier die Kerze brennt, wird auf keinen Fall gepennt. Heute habe ich euch mal meine drei Lieblingsakkorde auf der Gitarre mitgebracht. Meine Lieblingsakkorde auf der Gitarre sind G, B, A. Der Standardakkord C ist ja ohne Vorzeichen und G-Dur, D-Dur, A-Dur sind mit Kreuzvorzeichen. Obwohl ich ja eher auf B-Tonarten stehe, weil ich ja lange Jahre mal beim Orchester Beck Gitarre gespielt habe. Und Orchester Beck, das waren 12 Leute mit Bläsersatz und allem drum und dran. Da waren meine Lieblingstonarten F-Dur, B-Dur, S-Dur. Aber heute geht es mal bei mir um meine drei Lieblingsakkorde auf der Gitarre der Kreuztonarten, nämlich G-Dur, D-Dur, A-Dur. Und dann nehme ich mal die Gitarre zur Hand, stand hier zufällig rum. So, und die habe ich mir mal gekauft vor 3 Jahren ungefähr, 180 Euro gekostet über Amazon. Die Jungs sagen ja Amazon. Und die ist eigentlich ausreichend für mich als Laie. Das ist eine sogenannte Prinz. Hier, ihr seht das schon. Eine Prinz. Ihr wisst ja, Prinz. Purple Rain, Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. Aber das würde hier zu weit führen. Ich sage nur Kreuztonarten. Und wenn ihr euch mit Tonarten richtig beschäftigen wollt, müsst ihr den Quintenzirkel lesen, studieren und kennen. Also googeln mal, Quintenzirkel eingeben, da sind alle Möglichkeiten der Tonarten dargestellt. Meine Lieblingsakkorde, Kreuztonarten, wie gesagt, sind G, A und D. Und da gibt es ja auch einen wunderbaren Satz von meinem lieben Freund Herrn Fesel. Der hat gesagt, ihr müsst euch unbedingt mit AD beschäftigen, mit den Kreuztonarten AD, weil es da ein wunderbares Verabschiedungszeremoniell gibt, nämlich AD. AD. Genau, und beim nächsten Mal wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Akkordeon beschäftigen. Heute, wie gesagt, nur mal die Gitarre vorgestellt. Ich habe mir damals auch für 10 Euro bei Amazon so ein Stimmgerät gekauft. Das ist ganz einfach für mich als Laie wunderbar hier dran zu machen, an jede Klampfe anstellen, und da kann man natürlich das wunderbar hier stimmen, das Gerät. Ja, E, siehst du? Und da wird es grün und da stimmt das gleich. Und so kann man alle Tonarten durchmachen. 10 Euro für mich als Laien ausreichend. Wunderbar. Also dann macht mal was mit den drei Tonarten, mit meinen Lieblingsdrei Tonarten, Kreuztonarten, nämlich G, A, D. Nächstes Mal wieder bei der Kerze mit dem Akkordeon. Solange hier die Kerze brennt, wird auf keinen Fall gepennt. Also dann. Ade.